Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Schönen guten Morgen an euch. Ihr seht, es ist früher Morgen, die Lichtstimmung verrät es. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir heute mal was ganz Spontanes für euch überlegt. Das kann jetzt natürlich auch mächtig in die Hose gehen. Eigentlich hatte ich vor, zu unserem Ausrufezeichen, zu unserer nächsten Story-Mission zu laufen. Aber dann dachte ich mir, ach komm, bist mit Uplay mal im Online-Modus. Weißt du, was du jetzt machst? Du sprichst jetzt mal mit dem Slasher hier und guckst, ob du einfach einen random Dude findest für Es werden Köpfe rollen. Ich bin mal gespannt. Ready, hab sie geradied, nach Spielern suchen. Ich habe ja nämlich schon mal Bock, mir das anzugucken. Ich meine, es existieren jetzt mittlerweile schon viele Berichte über den Multiplayer-Modus. Im Sinne von, ja, ist zwar ganz okay, aber da muss noch Feinschliff rein und so. Mag ja alles sein. Ich will mir das jetzt einfach mal aus der Nähe angucken. Es muss ja dann doch am meisten Fun machen, wenn man tatsächlich Leute hat, die man kennt oder mit denen man kommuniziert und mit denen man sich auch absprechen kann, das Ganze so anzugehen, wie es vom Spiel vorgesehen ist, mehr oder weniger. Es werden nach weiteren Spielern gesucht. Spielstart in Kürze! Oh Gott, das ging ja schnell. Das ist aber wohl... Oh Gott, es geht schon los. Wie sage ich das jetzt? Das, wo jetzt so random Multiplayer-Spieler dazu tendieren, von Questziel zu Questziel sozusagen zu rennen und auf den Rest zu pfeifen. Ich bin mal gespannt jetzt, ganz ehrlich. Ich schneide jetzt auch nichts raus. Ich lasse euch jetzt teilhaben an dieser Ladezeit, die uns voller Spannung auf den Multiplayer-Modus vorbereitet. Koop, Kinder. Assassin's Creed Koop, da geht's los. Sie sind in Ultimans Welt beigetreten. Wo ist er denn, unser Meister? Da oben ist er. Dann gehen wir mal kurz zu dem hin. Der wartet bestimmt auf uns. Robespierre. Oh, müssen wir etwa Robespierre töten? Huch. Sperrgebiet betreten will ich eigentlich nicht so. Aber ich komme mal hoch zu dir, Meister. Ich hoffe, du bist nicht zu weit weg. That's the warden. He's probably got the key with him. Alter. Alter. Bug. Okay, der macht wahrscheinlich alles schon fertig, bevor ich überhaupt bei ihm bin. Ich sehe es schon kommen. Ja, er fightet da schon ordentlich einen auf. Wahnsinn. Aua. Er hat mich da... Oh, ich bin tot. Ja, Junge, warum fängst du auch diese Mission ohne mich an und fightest da voll einen auf? Wollen wir das nicht vielleicht leise erledigen so? Wollen wir nicht irgendwo warten und vielleicht so mit Zeichensprache? So, Meister. The front entrance is pretty heavily guarded. Maybe look around for a more sneaky assassin approach. Ja, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, Meister. Und was ist dein Plan? Hä? Sprich mit mir, Dickerchen. Jetzt stehst du hier rum, hä? Jetzt traust du dich nicht mehr loszugehen. Schade, ich habe doch diesen Abrollen-Skill gekauft, ne? Eigentlich hätte ich doch voll gut sein müssen, so. So, jetzt machen wir das mal hier auf meine Art und Weise. Huch. Guck mal, hier, den können wir schon assassinaten. Und Feierabend. So macht man das, mein Freund. So. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Ob wir den vielleicht mit unseren Berserker-Klingen ausschalten können? Komm, dreh dich mal weg. Ich brauche mal ein bisschen Luft zum Atmen hier. Digga. Wo ist denn der schon wieder? Der klettert da schon noch mit hoch, ne? So, du. Nichts nutzt du. So, Meister, wir machen das jetzt hier mal ganz langsam. Schön, dass ich gleich wieder die Führung übernehmen muss hier. Weil Mr. Slashek ist unfähig. Scheiße, sieht uns der da vorne, wenn ich hier jetzt hochgehe? Womp. So, ist hier jemand? Oh mein Gott, hier kann man ja reingehen. Okay, Meister, wir gehen mal rein. Oh, ist da unten sogar... Das ist ja schon unser... Den müssen wir ja bestehlen. Komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir aber sowas von hin. Der Typ weiß gar nicht, was ihm geschieht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
That's the warden. He's probably got the key with him. Damn! Nein! Okay, okay. Machen wir es halt so. Ich wollte stehlen, ich wollte stehlen. Ist nicht so, dass ich es nicht versucht habe. Jetzt fahr doch endlich hin. Wunderbar, Kinder, wir haben den Schlüssel. Alles klar. Okay, you've got the key. Now go get that notebook. Alles klar, kriegen wir hin. Wo auch immer es ist, wir müssen anscheinend noch irgendwie weiter runterkommen. Wo auch immer hier der Abgang ist. So, Meister, jetzt lässt du mich die ganze Arbeit machen, weil du dich nicht mehr traust, oder was? Ach ja, du lootest in der Zeit, ne? Das ist natürlich auch gut von dir. Da mache ich halt mit. Okay, aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden, Junge. Schön, wenn, dann lässt du halt mich die Führung übernehmen. Ist alles okay? Wie kommen wir da jetzt runter? Das ist die Frage, die ich gerade habe. Mal hier rausgehen, aber ich traue mich nicht. Da draußen sind bestimmt Leute. Nee, hier sind keine Leute, aber... Hier ist auch kein Weg nach unten. Meister, willst du mir irgendwas mitteilen? Oder hier ist irgendwo ein Treppenhaus. Ganz ruhig. Knatsch! Der lässt echt mich machen, ne? Und dann lootet er, das Schwein. Ah, hier geht's runter, Kinder. Ich fühle mich wie der Master hier, weil der mich die Führung übernehmen lässt. Ich habe so das Gefühl, ohne mich funktioniert hier gar nichts. Okay, der da vorne wird in seinem Leben nicht merken, was gleich mit ihm passiert. So. Alles klar. Schauen wir uns das hier drin mal an. Da drin ist zwar einer, aber... Oh. Tot. Drin geht auch irgendwas, aber wir nehmen den hier außen. Das sieht keiner. Hopp. Mann, wir sind ganz schön sauber hier, ne? Heute. Hier drin bleibt keiner stehen. Keiner. Aber wenigstens machen wir es langsam. Wo ist denn mein Kollege eigentlich? Der gammelt da vorne irgendwo rum. Junge, nimmst gerne mal andere Treppen als ich, ha? Hier vorne geht's weiter. Aber wir können hier außen lang anscheinend. Ich hoffe mal, da draußen sieht mich jetzt keiner von irgendwelchen Dächern, wenn ich da rausklettere. Ich habe echt Bedenken. Sehe ich irgendwo einen? Oh ja, doch, da vorne stehen welche. Das könnte gefährlich werden. Nee, obwohl, da bewegen wir uns ja dann schon wieder in andere Stockwerke rein. Nee, Meister, wir bleiben hier drin stehen. Das ist die beste Methode. Schwupps. War nur ein Experiment. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Das ist aber auch so ein kleiner Heißsporn, ne? Machst du wenigstens was? Lass dich nicht sehen, Digga. Lass dich nicht sehen. Und... Yay! Oh Gott. Und tschüss. So. Wunderbar. Meister, du kümmerst dich mehr um Looten als um alles andere, ne? Feierabend. Was hat der da gemacht? Oh oh. Haha. Nicht um dich schießen, Junge. Du machst einen Lärm hier drin. Das hält doch kein Mensch aus. Okay, wir müssen was beschaffen. Ich beschaff's mal. Ja. Wunderbar. Ich glaube, wir haben es soweit, oder? Got the notebook. Now's the fun part. Let's go rescue Patton. Und wo ist der Typ? Ach, der ist da hinten. Okay, Meister, wir müssen Patton retten. Ich glaube, hier drin sind alle tot. Ich glaube, ich habe völlig freie Bahn, hier rumzulaufen jetzt. Das ist so geil. Okay, der Typ ist also ganz woanders, ne? Da machen wir doch
Nee, jetzt gehe ich ja hier in den Keller. Ich wollte jetzt eigentlich irgendwo raus. Oh, hier hätte man so einsteigen können. Das ist ja interessant. Okay, Meister, ich komme wieder hoch. War nur ein Test. Ja, wie? Jetzt steht er gegen der Wand und hofft, dass... Also. Hier kann man doch... Nee, hier kann man nicht raus. Hallöchen. Hui. Feierabend. Okay, Meister. Ach so, da ist ein Fenster offen. Ja, du bist gut. Du bist gut. Das habe ich jetzt nicht gesehen wiederum. Genau so machen wir das richtig. Jawohl. Lass mich mal hier vorbei, Digga. Das ist ein Scheißort, den du hier gefunden hast. Ich kann doch nicht runterklettern, wenn du da bist, Digga. Hier kann man nicht hochklettern. Junge, wir müssen einen anderen Weg finden. Komm mit. Ach, herrlich. Aua. Aua. Wow, jetzt hat er sich fast das Bein gebrochen, als er auf den Tisch springen wollte. Hier geht's auch nochmal. Moment mal. Wir machen mal kurz das Ding hier auf. Krieg ich hin. Es laggt. Wunderbar. Und... Klick. Warum kämpft denn der schon wieder? Ich höre den doch schon wieder kämpfen. Der macht doch schon wieder Müll hier. Und schwupps. Ah, hier kann man hoch. Wunderbar. Meister? Bist du unter mir? Bist du irgendwo? Bist du irgendwo? Tanzt der da unten? Der tanzt da unten rum. Na klar musstest du schon wieder alle töten. Du Vollsack. Huch. Nein. Ist doch alles okay. Ist doch alles okay. Ich will gar nicht da hochklettern. Okay. Meister, ich warte jetzt hier oben auf dich, ne? Dass du Bescheid weißt. Hier wird schon wieder gesungen. Ist unglaublich, mit dieser Singerei. So. Und hups und schwupps. Hallöchen. Klick. Feierabend. Scheißposition, um Wache zu halten. Ohne Witz. Hä? Jetzt klettert er hoch. Okay. Okay, Chef. Kommst du irgendwie zu mir? Achso, du bist schon ganz woanders. Toll. Jetzt hängt er mich wahrscheinlich ab und ich bleib an irgendwelchen Wachen hängen. Alter Schwede, wo lasse ich mich denn gerade hin? Nein, hier ist alles okay. Die Assassins haben eine Distraction geplant, aber es gibt viele Templars hier. Take them out first. Toll, schön, dass du schon mal weiter rennst. Hey, spring halt! Oh mein Gott, Arno! Voll der Superkletterer. Oh. Zack, zack. Was? Er will mich opfern? Davon halte ich aber wenig. Nicht schießen! Das war so klar, du Arschloch. Toll, jetzt rennt hier Slashek-Kollege rennt wieder vor. Und ich darf alles alleine machen. Und der kümmert sich da vorne um das Missionsziel und wir sehen es nicht, oder was? Manu! Okay, also ich verstehe, was die Leute meinen, dass man hier mit Freunden hingehen sollte. Oder mit Leuten, die man kennt oder mit denen man zusammen an einem Ort ist. Okay, Chef. Wir müssen Templer töten. Kriegen wir das hin? Kannst du ein Attentat von oben? Ich kann's. Wo ist er denn? Okay, er hat das Ganze schon übernommen. Flutsch! Und jetzt? Hast du einen kleinen Lag, oder was? Jetzt müssen wir davor... Oh, da schießen ja Leute. Oh, das sind sehr viele Menschen. Shit. Sollten wir uns vielleicht einen Ort suchen? Okay. Bloody hell! Und... Yeah. Aua. Na komm. Oh, crap. Okay, der Typ könnte mich jetzt zwar heilen, glaube ich, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Typ mir eh wieder helfen will. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wo starten wir jetzt? Ist jetzt die Mission gescheitert und wir müssen jetzt alles normal machen, oder? Es ist echt blöd, mit jemandem so zusammenzuarbeiten in der Art und Weise. Ist bestimmt irgendwie ein Franzose, der nicht versteht, was ich von ihm will. Also hat es alles keinen Sinn. Na gut, dann machen wir das halt. Man kriegt aber schon echt saftig Credo-Punkte und so, ne? In diesem Koop-Gedöns.
Vielleicht sollten wir irgendwie versuchen, genau uns da vorbeizuschleichen. Bist du denn überhaupt, Digga? Hui! Ja, ich will hier runterklettern, Arno. So, hast du irgendeinen Plan, Digga? Jetzt bin ich extra hier zu dir gekommen. Aha, aha, aha. Hätte mir ja gleich klar sein sollen. Na? Kann ich hier nicht hochklettern? Ach komm! Nicht mal seitwärts? Wie bist du fett? Tot? Da oben auf dem Dach steht doch ein... Mensch, Kind! Was machst du denn? Bist du zu irgendwas nutze? Der steht hier fröhlich rum. Halt die Klappe. So, wo bist du denn schon wieder, Meister? Flomp. So, steht da hinten in der Gasse rum und lootet. Ich glaube, der Typ laggt halt wie Schwein, ne? Der kann nichts dafür. Also, er kann schon was dafür, aber... Ja, da oben war ich gerade. Sack. Wo ist denn unser Ziel? Da vorne ist unser Ziel. Der muss sterben, oder was? Es laggt halt auch ein bisschen. Oh, da vorne ist ein Nostradamus-Zeichen. Sehr interessant. Hier sieht mich schon wieder einer. Okay, die werden schwer bewacht. Wir sollten vielleicht nochmal außen rumgehen. Alter, wie sieht da ja an jeder Ecke jemand? Gehen wir einfach nochmal hier rum und durch die Gasse. Und da sieht mich auch keiner. Ich glaube, hier ist auch soweit keiner, weil die hier vorne haben wir ja alle schon getötet, ja. Das trifft sich. Dann können wir den hier vorne eigentlich relativ ungestört wegnehmen. So. Okay, Meister, was muss ich denn da vorne machen? Der muss töten? Der muss töten. Ne, den müssen wir befreien, glaube ich, ne? Hä? Haben wir jetzt gleich verloren? Ich glaube, wir haben gleich verloren. Ich glaube, mit dem Tod dieses Mannes haben wir jetzt verloren. Missionsziel gescheitert. Okay. Ja. Aber schön. Wir haben mal in den Multiplayer-Modus reingeguckt. Okay, Junge, jetzt muss das klappen. Aber ich glaube, jetzt sind ja auch die ganzen Typen tot, oder? Ach, Junge, ey. Was bist du für eine Flachpfeife? Ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen zurückgeblieben in seinen Handlungen. Toll, jetzt stehen die hier natürlich alle wieder. Jetzt machen wir erstmal die beiden hier oben. Feierabend. Oh, bin schon weg. Nicht schießen. Ich gehe mal hier vorne rein. Weg. Damit hätte er nicht gerechnet, ja? Das sind auch noch zwei so Offiziere. So, sollen sie nur wegrennen. Bin wieder hier drüben. So. Nein! Ich Arschloch. Renn auch noch voll rein. Nicht auf mich schießen. Ih, da vorne ist ein Dicker. Okay, wir müssen irgendwas anderes versuchen. Le Jorriere, de Marche B. Helden in Spee, Helden in Strumpfhosen. Lava! Oh, der Dicke noch. Junge, ach, jetzt kommst du, ne? Wo er fast tot ist. So, jetzt sind wir hier unten. Jetzt können wir den Typen aber, glaube ich, befreien, oder? Was? Wer hat mich gesehen? Ach, er ist noch gar nicht vorgeführt. Yeah! Aua! Gut, Kinder, das hat halt echt überhaupt keinen Zweck, wenn ich mit meinem Kollegen nicht reden kann. Der macht, was er will. Der... Und ich halt auch. Ich meine, was bleibt mir anderes übrig?
Ich musste. Ja, okay, dürfen wir jetzt? Kannst du mal zustimmen vielleicht so? Arschloch? Oder weitermachen oder. Es laggt schon wieder. Jetzt kann ich nicht mal mehr die Kamera drehen oder irgendwas. Ja, toll. Der bringt's mir jetzt. Dude, wir müssen jetzt dringend Mission beenden. Genau, sollen wir die Mission beenden? Ich glaube, das hat keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen das nochmal versuchen mit Leuten, mit denen wir uns verstehen. Ja, das machen wir jetzt. Ich habe nicht mal Scham dabei.